Vier Dinge, die du unbedingt in deiner Beziehung vermeiden solltest. John Gottman ist ein renommierter Psychologe und Beziehungsforscher. Er ist bekannt für seine empirische Forschung und seine Fähigkeit, Vorhersagen über das langfristige Schicksal von Beziehungen zu treffen. Die vier apokalyptischen Reiter ist eine Bezeichnung, die Gottman geprägt hat. Sie beschreiben vier destruktive Verhaltens- bzw. Kommunikationsmuster, die in einer Beziehung oder Ehe als besonders schädlich gelten oder gar das Ende einer Beziehung vorhersagen können. Die Wahl dieses metaphorischen Begriffs geht auf die Bibel zurück, genauer gesagt auf das Buch der Offenbarung. In der Bibel symbolisieren die vier apokalyptischen Reiter vier Reiter, die das Ende der Welt ankündigen. Gottman nutzt diese Metapher, um auf die ernsten Folgen hinzuweisen, die die Reiter in Beziehung haben kann. Ähnlich wie die biblischen Reiter bringen sie Leiden und Zerstörung in Partnerschaften. Der erste Reiter ist Kritik. Dies geschieht, wenn wir nicht nur das Verhalten unseres Partners kritisieren, sondern auch ihre Persönlichkeit in Frage stellen. Stell dir vor, du kommst nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause und bemerkst, dass die Küche unaufgeräumt ist. Anstatt deinem Partner höflich zu sagen, dass du dir wünschst, dass die Küche aufgeräumt wird, sagst du: Du bist so faul, du räumst nie etwas auf. Hier übst du Kritik an seinem Verhalten und beziehst ist auf seine Persönlichkeit. Kontinuierliche Kritik kann dazu führen, dass sich der Partner ungeliebt und unakzeptiert fühlt. Es schafft ein Klima der Negativität und kann das Selbstwertgefühl des Partners erheblich beeinträchtigen. Der zweite Reiter ist Verachtung. Dies äußert sich in respektlosen und abwertenden Gesten oder Worten. Es kann Sarkasmus, Spott, Beschimpfung oder Herabwürdigung beinhalten. Während eines Streits rollst du beispielsweise mit den Augen oder seufzt laut, um deine Missbilligung oder Abneigung gegenüber deinem Partner auszudrücken. Diese nonverbalen Signale können genauso schädlich sein wie verbale Beleidigungen und zeigen, dass du deinen Partner nicht ernst nimmst und seine Gefühle abwertest. Verachtung ist äußerst schädlich, da sie den Partner herabsetzt und verletzt. Es kann zu tiefen emotionalen Wunden führen und das Vertrauen in der Beziehung untergraben. Der Partner kann sich erniedrigt und respektlos behandelt fühlen. Der dritte Reiter ist Rechtfertigung. Dies tritt auf, wenn wir uns ständig verteidigen und die Schuld auf unseren Partner schieben, anstatt Verantwortung für unsere Handlung zu übernehmen. Angenommen, du hast einen Fehler gemacht, in dem du wichtige Termine vergessen hast. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, sagst du: Ich habe das vergessen, weil du mich abgelenkt hast. Hier versuchst du, dich zu rechtfertigen, indem du die Schuld auf deinen Partner schiebst. Wenn einer oder beide Partner sich ständig rechtfertigen, kann dies zu einem Gefühl der Ohnmacht führen. Es kann dazu führen, dass sich der andere Partner unverstanden oder nicht gehört fühlt, da die Schuld immer auf den anderen geschoben wird. Der vierte Reiter ist Mauern. Dies tritt auf, wenn wir uns emotional zurückziehen oder uns von Konflikten abwenden. Es verhindert eine gesunde Kommunikation und führt zu Entfremdung. Stell dir vor, du versuchst mit deiner Partnerin über ein ernstes Problem in eurer Beziehung zu sprechen. Aber sie blockt ab, indem sie sagt: Ich möchte nicht darüber reden. Hier errichtet sie eine emotionale Mauer, die die Kommunikation blockiert und dich frustriert zurücklässt. Das Errichten von emotionalen Mauern führt dazu, dass der Partner sich abgewiesen und isoliert fühlt. Die Kommunikation bricht zusammen und es entsteht Distanz. Der Partner kann das Gefühl haben, nicht mehr gehört oder verstanden zu werden. Insgesamt sind die vier apokalyptischen Reiter nach Gottman ernsthafte Hindernisse für eine gesunde Beziehung. Indem wir Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern erkennen und stattdessen alternative Kommunikationsmethoden anwenden, können wir die Grundlage für eine glückliche und erfüllende Partnerschaft schaffen. Alternativen: Anstatt Kritik zu üben, können wir Ich-Botschaften verwenden, um unsere Bedenken auszudrücken. Zum Beispiel: Ich fühle mich frustriert, wenn der Müll nicht rausgebracht wird. Können wir darüber sprechen, wie wir das besser organisieren können? Statt Verachtung können wir versuchen, Empathie und Respekt zu zeigen. Hören wir aktiv zu und versuchen wir zu verstehen, was unser Partner fühlt und denkt, respektieren wir ihre Sichtweise, selbst wenn wir nicht einverstanden sind. Anstatt sich zu rechtfertigen, können wir die Verantwortung übernehmen und Vergebung anbieten, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Dies fördert eine offene Kommunikation und zeigt, dass wir gewillt sind, an der Beziehung zu arbeiten. Statt Mauern zu bauen, sollten wir versuchen, offen über unsere Gefühle zu sprechen. Offenheit kann die Verbindung in der Beziehung stärken. Im gestressten Alltag mit Arbeit, Haushalt, Kindern ist es gar nicht so einfach, diese vier Reiter zu vermeiden. Wenn man aber einmal damit anfängt, kann so ein Verhalten schnell zur Gewohnheit werden und der Beziehung auf Dauer schaden. Deshalb ist es so wichtig, diese Verhaltensweisen bei sich selbst zu erkennen. Lösungsorientierte Kommunikation, Empathie und Respekt sind Schlüsselkomponenten, um eine gesunde und stabile Beziehung aufrechtzuerhalten. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, es zu liken und zu teilen. Abonniert meinen Kanal für weitere informative Inhalte. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welche Themen ihr in zukünftigen Videos sehen möchtet. Bis zum nächsten Mal.